Seit Mitte August bietet der Jenaer Nahverkehr Evita-Roller zur Nutzung in der Stadt an. Seitdem sind die Elektroroller, bezogen auf ihre Kilometerzahl, bereits ein halbes Mal um die Erde gefahren. Etwa 21.000 Kilometer legten die Fahrzeuge schon zurück. Rund 750 Nutzer haben das klimaschonende Mobilitätsangebot bereits angenommen. Auch die Mitarbeiter des Jenaer Nahverkehrs lassen es sich nicht nehmen, hin und wieder eine Runde auf dem Roller zu drehen. Es macht Spaß, mit unseren Rollern zu fahren. Also wir fahren selber sehr gern mit den Rollern durch die Stadt. Es ist jetzt im Winter vielleicht etwas frischer um die Nase, aber es macht trotzdem auch zu dieser Jahreszeit Spaß. Man ist unabhängig unterwegs in der Stadt, auch in Gegenden, in die man sonst mit Bus und Bahn nicht ganz so leicht kommt unter Umständen. Von daher können wir es nur empfehlen, probiert es aus. Die E-Roller können auch im Winter gebucht werden. Sie besitzen entsprechende Reifen, sodass sie das ganze Jahr über gefahren werden können. Derzeit sind insgesamt 75 Elektroroller im Stadtgebiet unterwegs. Sie haben feste Stellplätze, können aber auch auf anderen Parkplätzen abgestellt werden. Wer jetzt auch Lust bekommen hat, die neuen klimaschonenden Fahrzeuge einmal auszuprobieren, der kann die E-Roller schnell und unkompliziert über das Handy buchen. Das ist ganz einfach. Sie laden sich im App Store, also Google Play Store oder im Apple App Store, die Evita-App herunter. Dann melden Sie sich in der Evita-App an, geben Ihre Daten ein, laden Ihren Führerschein, Ihren Personalausweis hoch, dann werden Sie von uns freigeschaltet und dann geht's los. Der Jenaer Nahverkehr bietet nach Anmeldung auch Trainingsstunden mit den E-Rollern an. Alle Interessierten sind zum kostenlosen Probetraining auf dem Betriebshof in der Kesslerstraße in Burgau eingeladen. Die nächsten Termine sind der 7. Dezember und der 4. Januar, jeweils von 14 bis 15 Uhr.